Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Sarah Isabel und ich habe heute einen XXXL Kosmetik for Less Haul für euch. Ich habe mich mal wieder mit Cosmetic for Less zusammengetan und durfte mir einige Produkte aussuchen. Ich werde nicht für dieses Video bezahlt, das als erstes einmal. Aber ich finde es so, so cool, dass eine Firma einfach auch an einen glaubt, wenn man nicht unglaublich viele Abonnenten hat, in einer Welt, in der es doch eigentlich fast nur um Zahlen geht, wenn man mal Social Media jetzt so betrachtet. Und für diese Möglichkeit bin ich so, so dankbar und ich habe diesmal auch was richtig Cooles für euch. Und zwar einen Rabattcode, den ich euch hier einmal einblenden werde, falls ihr bei Cosmetic for Less bestellen wollt und Revolution genauso liebt wie ich. Ihr spart 20% auf alle Revolution-Produkte. Schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wenn ihr ein Produkt super interessant findet, denn die Produkte, die am meisten genannt werden, werde ich in einem Make-up-Test-Video mit euch zusammen ausprobieren. Ich habe als erstes ein Set mit Lipglossen. Da sind insgesamt 3 Stück drin. Das ist von der Marke Obsession. Und ihr seht schon, es sind 3 Nude-Töne drin. Und den wärmsten von allen, nämlich diesen hier, den werde ich verlosen. Das ist dann dieser hier. Ich finde nämlich, dass diese Farben mir nicht so stehen. Ich weiß jetzt nicht, wer in der Kamera rüberkommt, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr warmer Ton. Als nächstes eine richtig coole Palette von Revolution. Ihr wisst, Revolution macht meine absoluten Lieblingspaletten. Ich habe euch auch meine Palettensammlung ja schon mal abgedreht. Und es gibt jetzt diese Animal-Paletten von Revolution. Ich fand die einfach von allen am absolut ansprechendsten von innen. Und die ganze Palette hat auch nochmal dieses Zebra-Design. So, so cool. Das ist halt eine bunte Palette. Ich wollte gerne mal wieder ein bisschen was Experimentierfreudigeres nehmen. Ihr seht hier nochmal die Farben. Genau, besonders das Gelb hat mich halt mega angesprochen. Und halt auch diese Grün- und Türkistöne. Bin auf jeden Fall gespannt, ob ihr die hier sehen wollt. Weiter geht's mit einem Skincare-Produkt und zwar auch von Revolution wieder. Das ist das Hyaluronic Hydrating Essence Spray. Das ist also ein Gesichtsspray und ich weiß gar nicht genau, ob man das halt auch als Primer benutzen kann oder ob es quasi nur so auf das gereinigte Gesicht gegeben wird. Das muss ich nochmal genau in Erfahrung bringen. In diesem Jahr habe ich ja wirklich meine Liebe für Lipgloss entdeckt. Das ist halt so ein, ja, ein Rosenholzton, würde ich sagen. Sowas, was man eigentlich immer tragen kann. Das war mir auch wichtig bei den Dingen. Das hier halt auch wirklich was aussuche, was ich benutze, entweder für YouTube oder halt so. Und das hier ist die Farbe Beholden. Das ist einer von den Pro Supreme Gloss Lip Pigments. Dann etwas, was ich hier überall gesucht habe damals, als das rauskam und ich habe es einfach nirgendwo gefunden. Und das finde ich halt an Cosmetic for Less so cool, dass es da halt auch die Produkte gibt, die man selber bei sich nicht in der Filiale findet. Von Revolution, zwar ein Dip Eyeliner in der Farbe Fantasy Eyeliner Angel. Changierender Eyeliner. Ich finde, das sieht so süß aus, allein das Packaging. Dann habe ich als nächstes von Revolution Pro den Full Cover Camouflage Concealer in der Farbe C 0,5 und den habe ich bewusst super hell gewählt. Der ist richtig cool so für Cut Creases zum Ziehen und da ich momentan keinen richtigen Concealer mehr habe, mit dem ich das machen kann, der so fester ist, ist es perfekt einfach dafür und ich freue mich sehr darauf, den zu benutzen. Ich versorge ja regelmäßig meine Freunde auch mit meinem Make-up, was ich hier bei mir aussortiere. Und meine Freundin Jenny hatte momentan einfach gar keine Lidschattenpalette mehr. Und zwar ist es die Revolution Palette, die Reloaded Paletten sind das. Und das ist die Richtung Iconic Fever. Also ihr seht, es sind sehr, sehr warme Töne und ich finde, die passt einfach perfekt zu ihr und deswegen habe ich ihr die auch noch mitbestellt. Nämlich das, was ihr gewinnen könnt. Ich habe für euch die Make-up Obsession Palette ausgesucht in Warm Up. Also das hier sind die Farben und ich finde die einfach mega, mega schön. Und ich dachte halt, für alle, die diese warmen Töne gerne mögen, beziehungsweise jetzt für den Herbst auch der bald kommt, naja, noch dauert noch, aber ihr wisst schon. Alle Teilnahmebedingungen schreibe ich euch in die Infobox dazu, was ihr tun müsst, um diese Palette zu gewinnen. Aber ein Teil der Teilnahmebedingungen wird sein, dass ihr mir eine Videofrage beantwortet und zwar diese hier. Schreibt mir einfach die Antwort dazu in den Kommentaren mit dem Hashtag, damit ich weiß, dass ihr am Gewinnspiel teilnehmen wollt. Als nächstes habe ich von Revolution ein weiteres Produkt und zwar den Bronzer Reloaded Holiday Romance, weil ihr könnt sehen, er ist sehr, sehr hell und auf jeden Fall ist es ein schimmernder Bronzer, aber an sich ist das kein Problem, dass er so hell ist, weil
ich habe gerade meine maximale Bräune erreicht und freue mich dann auf jeden Fall, den im Winter passend benutzen zu können. Habe ich vor einigen Monaten das hier sehr gejagt. Und zwar eins von den iHeart Revolution Ostereiern. Und ich habe mich für das Gelbe entschieden. Sehr warme Farbe und ich fand vor allem das Orange und das Gelb halt richtig cool. Und hier unten hat man dann noch so zwei Highlighter, wobei ich finde, dass das eine halt so ein schimmerndes Blush ist und das andere halt eher nur ein Highlighter. Und zwar der Nabla Dreamy Matte Liquid Lipstick. Und das hier ist die Farbe Grand Amour. Ich glaube, so heißt es. Auf jeden Fall finde ich allein das Packaging schon mega schön mit diesem ganzen Sternzeichen hier. Und die Farbe gefällt mir auf jeden Fall auch richtig gut. Dann habe ich von Revolution den Micro Brow Pen. Der ist halt so, dass er so diese kleinen Zacken hat. Also das habt ihr bestimmt schon von anderen Marken gesehen. Ich habe jetzt hier übrigens die Farbe Light Brown. Einfach um sich so die einzelnen Härchen so richtig nachzuzeichnen, als wenn man dieses Microblading machen würde. Und finde ich auf jeden Fall richtig interessant und bin gespannt, ob ihr das sehen wollt. Falls ihr mir auf Instagram folgt, wisst ihr, dass ich diese Make-up-Close-Up-Bilder mache und es so liebe, da so richtig detailreich zu arbeiten. Und deswegen fand ich das super cool, als ich das hier entdeckt habe. Das ist von Revolution Pro der Supreme Dip Liner und er ist so weiß, wie ihr das gerade sehen könnt. Das ist einfach nur ein deckweiß-weißer Eyeliner. Dann habe ich als nächstes einen Pinsel und zwar einen Leni Brush Pinsel. Und zwar den Petite Crease Brush, den LBE 13. Und das ist halt so ein kleiner, spitz zulaufender Blenderpinsel. Und der ist wirklich schön klein. Also mit dem kann ich auch gut arbeiten. Oft sind Blenderpinsel leider nämlich viel zu groß für mein Auge, weil ich so kleine Augen habe. Aber der ist wirklich perfekt. Und mein letztes Produkt ist wieder etwas von Nabla. Und zwar der sehr gehypte Close-Up Concealer. Shape Tape Concealer erinnert. Genau, also er hat halt auch so einen mega großen Applikator, ihr seht schon, wie riesig das ist, ist einfach größer als mein Auge, Porcelain gekauft. Und der ist mir im Moment viel zu hell, wirklich. Ich hätte das nicht gedacht. Ich meine, das ist die hellste Farbe. Aber ich habe geschwankt, ob ich die hellste oder die zweithellste nehme und bin dann lieber auf Nummer sicher gegangen und habe einfach die hellere Version genommen, weil ich dachte so, wird schon irgendwie passen. Ich hoffe natürlich jetzt, dass euch das Video gefallen hat und dass ich auch einen Rabattcode diesmal für euch habe. Das ist das erste Mal für Cosmetic for Less und ich freue mich so, so sehr darüber. Schreibt mir auf jeden Fall unbedingt in die Kommentare, was ihr in einem Testvideo sehen wollt. Und falls ihr nicht selbst einen Kommentar schreiben wollt, könnt ihr ja den Kommentaren, wo euer Lieblingsprodukt steht, einfach einen Daumen nach oben geben. Dann sehe ich, welche am meisten gewünscht sind. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!